Wenn Sie auf der Suche sind nach einem echten Vierschläfer für eine ganze Familie, der aber so klein ist, dass er quasi neben dem Knaus hier so richtig untergeht, das zeige ich euch mal. Der Knaus ist nämlich gefühlt fast doppelt so hoch. Dann bleibt eigentlich nur noch die Hümer-Marke Eribar. Ganz tolles Unternehmen mit einer ganz großen Tradition. Die meisten kennen den hier. Das ist auch ein Eribar, den habe ich schon ein paar Mal gefilmt. Wir sind in Saarbrücken bei Wohnwagen Vogt. Ihr verkauft schon irre lange Wohnwagen. Ich grüße dich, Stefan. Hallo, guten Morgen, Sven. Hallo. Ja, ein ganz tolles Fahrzeug, muss ich ehrlich gestehen, mit einer Truma Zentralheizung, einem ganz großen Boilersystem, mit einem Aufstelldach von SCA aus GfK. Das ist wirklich, wenn man es richtig erläutert, ein ganz toller Wohnwagen. Genau, der Wohnwagen ist etwas erklärungsbedürftig. Und das tun wir jetzt mal. Zeigen wir, was der Wohnwagen alles so kann. Der hat ein Riesendach mit drin. Man kann das Dach übrigens für den Winterurlaub nochmal zusätzlich isolieren. Das geht. Es gibt also außen nochmal eine Isolierschicht. Dann hat er Isolierwerte quasi wie ein ganz normaler Wohnwagen. Fast, sage ich jetzt mal. Aber das Besondere ist, glaube ich, der PU-Schaum, aus dem das Ganze gefertigt ist. Der Gasverbrauch ist sehr gering. Genau, du hast es angesprochen. Der PU-Schaum ist wohl die beste Isolation, die man beim Wohnwagen überhaupt finden kann. Ein unverrottbarer Schaum, der selbst hergestellt wird von Hümer. Dadurch lassen sich auch die runden Kanten am Fahrzeug abbilden. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, das Dach zu isolieren. Wir haben einige Kunden, die das auch schon gemacht haben, die das im Winter genutzt haben, und es funktioniert tatsächlich. Das sind Zusatzoptionen mit der Dachisolation, die man als Zubehör nachbestellen kann. Ja, wenn man die Wiederverkaufswerte von Eribar Wohnwagen sieht, die sind phänomenal. Die Fahrzeuge sind unglaublich gesucht. Es gibt kaum Gebrauchte auf dem Markt. Die Form hier natürlich von dem Silbernen, die ist noch mal ein bisschen schnittiger in Verbindung natürlich mit einem VW Käfer oder einem historischen Fahrzeug. Wunderbar. Das ist was anderes, werden wir gleich vorstellen. Aber hier hast du einen ausgewachsenen Familienwohnwagen. Zielgruppe ist zum Beispiel Leute, die nicht einen riesen Wohnwagen haben wollen. Viele haben keinen Bock, da so einen großen Wohnwagen zu ziehen. Die wollen was ganz Kleines haben. Ja, genau. Also es hängt ja auch immer davon ab, wie viel man ziehen darf. Und das Eigengewicht vom Fahrzeug, Führerschein-Thematik. Und dennoch kann ich hier in einem kleinen Wohnwagen, der schmal ist, der niedrig ist, kann ich dennoch eine ganze Familie voll unterbringen. Ja, der Platz ist hier, die Aufbaulänge innen, 5,46 Meter. Der ist gerade mal in einer Gesamtlänge von 6,67 Meter. Wenn Leute jetzt sagen, was 6,67 Meter? Normale Doppelachser, vier Schläfer haben 10 Meter Außenmaße locker. Also als Doppelachser vielleicht auch 9 Meter, aber 6,67 Meter ist wirklich extrem schön. Wir werden auch gleich mal zeigen, hier ist ein Mover mit drin, den kann man nachrüsten. Das ist eine Rangierhilfe, mit dem der Wagen über eine Fernbedienung quasi von selbst fährt. Ja, genau. Der Wagen, den wir gleich zeigen, hat auch schon eine Batterie drin. Da müssen wir einfach nur noch den Mover nachrüsten. Und genau dieser Mover passt auch an das Chassis, weil bei dem Feeling passt nicht jeder Mover dran. Da passt der Original Truma Mover XT, der passt an das Chassis von dem Feeling dran. Ich habe selbst einen XT, der gerade Auslauf ist besonders wichtig, wenn man zum Beispiel ein solches Fahrzeug durch eine ganz enge Einfahrt rangieren muss, dann ist es wichtig, dass der Mover exakt läuft geradeaus. Das ist hier der Fall beim XT. Das ist auch eine Anschaffung, die man sogar mitnehmen kann. Ich habe meinen letzten Mover XT ausgebaut, der kommt jetzt an den neuen Wohnwagen dran, das geht. Ja, genau, das machen wir regelmäßig, dass wir die umbauen von einem auf den anderen Wohnwagen. Und insbesondere, wenn ich rangiere bei steilen Auffahrten, ist es umso wichtiger, dass der Mover eben auch dann, dass die Bremswirkung eben auch hält, dass er nicht runterrollt. Ja, das Fahrzeug ist übrigens auch ein ganz hervorragendes Zwei-Personen-Fahrzeug, weil man eine Stehhöhe erreicht durch das Hubbett, was mit dabei ist, die man normalerweise in Wohnwagen überhaupt nicht erreichen kann. Denn das alles, was oben drauf ist, ist Stehhöhe. Du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? 1,85 Meter? 1,85 Meter, ja. 1,85 Meter. Hier, das ist das Heck übrigens. Wir können uns das mal kurz anschauen. Da ist eine Rangierstange ist mit dabei. Das Fahrzeug ist sehr leicht. Es lässt sich als Einachser natürlich extrem leicht schieben, oder? Auch alleine? Ja, definitiv. Hier auf dem Boden noch leichter. An der Wiese oder auf dem Schotter kommen wir dann doch an die Grenzen. Dann hat der Mover wieder seine absolute Berechtigung. Ja, auch übrigens an Hängen ist das gar nicht so witzig, ja, wenn du da irgendwie eine Steigung hast auf der Auffahrt oder sowas. Also da können wir gleich mal drauf eingehen. Was toll ist, ist eine Serviceklappe hier auf der Seite. Das heißt, du kannst innerhalb des Bettraums von außen beladen, hast hier, guck mal hier, wie viele Leute vergessen diese kleine Schlaufe bei der Montage? Ja, dann liegt die Klappe auf dem Boden. Ist hier aber nicht der Fall.
Der Rahmen ist extrem tief. Also das ist auch eine tolle Geschichte für den Einstieg. Das können wir gleich mal zeigen. Denn du kannst in das Fahrzeug hier so einfach einsteigen, dass du, ich sag mal, ein ganz kleines Treppchen brauchst. Es ist innen drin dann komplett barrierefrei. Das heißt, wenn du den Weg einmal da reingeschafft hast, dann sind da keine Stolperfallen mehr drin. Die Kinder können ja oben schlafen oder du benutzt natürlich diesen ganzen Raum mit der Stehhöhe als Erweiterung des Innenraums. Ihr verkauft die wirklich sehr gut, die Fahrzeuge. Ja, die haben eben Alleinstellungsmerkmal, die Fahrzeuge. Da gibt es ja nicht viele, die einen Aufstelldach haben. Ein VW-Bus-Feeling mit einem Wohnwagen. Das ist so. Und Highlights meiner Meinung nach auch, wenn wir uns am Chassis nochmal eben das anschauen, wie tief der Wagen ist. Der hat einen unheimlich tiefen Punkt, sodass er eben noch besser hinterherfährt wie die meisten Wohnwagen. Und deswegen passt eben auch nur der Mover von Troma dran, weil alle anderen zu niedrig wären. Das würde nicht funktionieren. Ja, wir zeigen mal gerade, wenn du mal gerade deine Hand ausstreckst und oben mal aufs Dach fährst, das geht bei denen. Mach's jetzt mal hier bitte. Das wird eng, es geht schon nicht mehr. Das ist so vom Grundriss her, das ist jetzt auch ein Vier-Personen-Fahrzeug von Knaus, genau. Was jetzt daneben ist. Macht was Ähnliches, eine andere Anwendung, muss man sagen, oder? Ja, von der Höhe jetzt her gesehen, bei mir zu Hause, ich habe so eine Standardgarage mit 2,40 Meter. Hier wird der Wagen dann noch drunter passen, was ich mit einem normalen Wohnwagen auch nicht drunter komme. Wir machen uns mal gerade den Spaß, Stefan, wenn du mal gerade die Leiter zurückbaust, ja. Irgendwo hinstellst, wo sie hingehört, die kann man auch zusammenklappen, dann wird sie sehr klein. Auseinanderbauen. Dann können wir nämlich auch mal zeigen, wie groß nämlich die Innenräume sind. Du hast also hier eine wirklich komplette Stehhöhe, die so groß ist, dass du gerade im Sommer hier natürlich extrem gut durchlüften kannst. Das ist die Küche. Das ist eine richtig große Küche. Das heißt also im Innenraum hast du gar kein Thema, weil so dieses drückende Gefühl hast du hier bei dem Wagen nicht. Also gar nicht, oder? Nee, hier könnte tatsächlich jemand mit 2,20 Meter, ein Basketballer, könnte ja hier drin stehen. Ja, das Ganze wird runtergezogen. Es ist jetzt noch ein bisschen steif, habe ich eben gemerkt, als ich es gezogen habe. Wenn du dich mal gerade dranhängst und jetzt das Dach mal runterziehst, ist noch ganz neu. Aber es geht gut. Es geht gut, ja. So, und das wäre jetzt das Feeling. Da hoch, ne? Genau. Du kannst den Wagen auch nutzen im geschlossenen Zustand. Das heißt, ja. Wenn jemand mal aufs Klo muss, dann musst du dich aber ein bisschen bücken. Genau, dann ist hier, ich denke mal, bei 1,75 Meter oder dürfte Schluss sein von der Höhe. Ja, es ist so. Aber ich sag mal, Autobahnraststätte, du möchtest mal auf Toilette gehen, willst du jetzt nicht unbedingt auf die Raststätte von der Toilette. Das würde gehen. Ja. Das ist kein Thema. Wenn du es nochmal hochdrückst, bitte. Jetzt sieht man direkt mal, wie sich der Raum erweitert. Das ist wie von Geisterhand. Oben ist ein Schlafbett. Ich habe eben schon mal gefühlt, ein richtiges Lattenrost ist da oben drauf. Genau. Das heißt, der Schlafkomfort ist gut. Du empfiehlst für empfindliche Leute nochmal einen kleinen Topper oben, einen Geltopper drauf zu machen, oder? Einen kleinen? Immer, ja. Das ist so. Küche, drei Flammen, Kochfeld, läuft auf Gas. Ja. Und die Heizung läuft auch auf Gas. Wir können uns ja gleich mal die Gasflaschen anschauen im Anschluss. Da hast du ein richtig großes Spülbecken. Du hast so süße kleine Schränkchen. Sag mal, der ist sehr zeitlos, der Wagen, oder? Ja, das ist ein richtig schöner Wagen, der auch wahrscheinlich noch in vielen Jahren gleich aussehen wird, ähnlich wie bei dem Touring. Guck mal, wie viele Schrauben die da reingejagt haben. Das heißt, die überlassen auch nichts im Zufall. Ja gut, die sind dafür gebaut für eine Ewigkeit. Das siehst du hier auch an den Bändern, wie alles hier verarbeitet ist. Fahrzeug ist made in Germany? Ja, ist in Bad Waldsee, im Oberschwaben. So, und hier unten, da hast du jede Menge Staufächer. Das Ganze natürlich nochmal gesichert. Da ist es mit drin. Und für Töpfe und Pfannen. Und Töpfe, Pfannen haben wir hier noch ein großes Fach. Also was mir wirklich gut gefällt, ist diese perfekte Ausnutzung des Raumes. Eine Staukastenklimaanlage würde unter das Bett noch gehen. Ja, das können wir machen, ja. Weil das ist, da gibt ja Leute, die sagen, okay, will ich unbedingt haben, wenn die, ich sag mal, sehr, sehr drückend ist, die Hitze. Die Kälte fällt ja nach unten, deswegen hast du nicht so das ganz große Problem, oder? Ja, doch, wir müssen die Kälteschläuche nach oben legen und dann müssen wir von unten hier zum Beispiel im Bereich vom Kleiderschrank müssen wir Auslässe machen, sodass wir die Kälte von oben nach unten dann führen können, wie das hier automatisch fällt. Ich habe was ganz Tolles. Wenn du mal gerade rausgehst, wir zeigen dir was, weil diese Staukasten-Klimaanlage verwendet ihr zur
Klimatisierung eines kleinen Büros. Ja. Und man sieht sie ja selten nie. Und das ist eine Staukastenklimaanlage, wie sie normalerweise auch im Reisemobil eingebaut wird. Genau, die haben wir umfunktioniert. Ja, das war mein Ausstellungsstück und jetzt dient sie, um unser Büro zu klimatisieren. So, und das sind die, ich sag mal, Auslässe. Und da ist das Besondere, da ist dann ähnlich wie, ich sag mal, bei einer Heizung, ist der Auslass dann oben, wie du eben gesagt hast, nicht unten. Ja, genau. Dann, das sind jetzt extra Kaltluftschläuche und die kalte Luft fällt von oben nach unten. So. Komm, wir gehen mal rein. Schön. Ein interessantes Detail für dich, Sven, was du noch nicht gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mal gesehen hast. Das hier ist noch eine Doppelkederleiste. Das sieht man ganz selten, dass noch Fahrzeuge Doppelkederleisten haben. Da hat sich immer jemand was gedacht. Ich kann hier ein Vorzelt oder ein Sonnensegel einziehen, ja. um die Vorzeltösen zu befestigen. Es gibt Spezialösen, die kann ich in die zweite Schiene mit einziehen. Das heißt, du brauchst am Fahrzeug nicht irgendwo die Ösen zu befestigen. Doppelkederleiste trägt nochmal zur Stabilität bei. Ich habe hier Glattblech, den gibt es wahrscheinlich nicht mit Hammerschlag, oder? Nee. Das wäre auch Frevel, oder bei dem? Nee, das stand nie zur Debatte. Nee. Schon. Auch hier, die normalen Felgen stehen im Auto viel besser wie irgendwelche Leichtmetallfelgen, weil das hier soll ja so von der Optik reduziert sein. Ja, wobei ein paar dunkle Alufelgen immer gut aussehen würden. Gehen drauf. Ja, ist da eine andere Optik? Das hier ist ja so eher so Reduktion ist das Thema. Hier oben siehst du ja, da ist es mit drauf. Das Ganze kommt aus dem Hümer-Konzern. Poly-Plastikfenster aus Holland sind mit drin, in einer ganz hohen Qualität. Und ein AES-Kühlschrank, der auch wirklich ordentlich kühlt. Also ich bin ja ein großer Fan von AES-Kühlschränken, weil sie sehr leise sind. Ja, das funktioniert tadellos. Wie schon seit eh und je, ja. So, hier vorne ist der Kleiderschrank. Da hast du natürlich beim Wohnwagen viel mehr Auswahl als bei anderen Fahrzeugen. Großer Kleiderschrank mit drin, 230 Volt. Du kannst am Campingplatz kannst ihn anschließen. Autarkie-Paket hat der schon drin eigentlich, eine Batterie? Jetzt in dem Fall hat der Wagen eine Batterie drin, was auch sehr sinnvoll ist, da er die Troma Kombi 4 Heizung hat. Und in Kombination mit der Batterie kann ich eben den Wagen dann eben auch autark beheizen. So eine richtige Toilette. Das Besondere ist aber, man kann von oben reinschauen. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist halt so, also bei dem Wagen. Aber das ist dann, man kann auch duschen eigentlich drin. Ja, eine Duschvorrichtung, eine Wanne ist da. Genau, mach mal auf, bitte. Ja, ein Ablauf ist drin. Und wenn wir das jetzt nachrüsten würden, könnten wir dann ohne weiteres jetzt hier irgendwo noch einen Vorhang dann festmachen, einen ausziehbaren Schlauch. Und den wiederum könnte ich auch wieder nutzen mit dem Fenster für auch außen zu duschen. Das würde auch funktionieren, wenn ich hier jetzt ein Außendusche mache. Ja. Also es gibt das gleiche Fahrzeug auch direkt mit Dusche auf Wunsch. Könnte ich auch mit Dusche direkt bestellen, ja. Aber nachrüsten geht auch? Ja, natürlich, ja. Okay, also hier kannst du dann einen Vorhang machen, da muss man sich natürlich dann gewöhnen. Es ist so eine Mischung aus, sage ich mal, ursprünglichen Camping und so ein kleines bisschen Glamping, oder? Wenn man das so will. Ja, ne. mit der Heizung, die der Wagen hat, definitiv, ja. Mal hier vorne, wenn ich mal reinsetze, du bist 1,85 Meter, wir können Face-to-Face machen, da können locker 3 bis 4 Personen können hier Platz haben. Ja, also 4 auf jeden Fall, ich denke bei dir passt noch jemand sogar nebenan. Auf jeden Fall, also ich setze mich mal ganz kurz hier rein, da ist die Sitzbank, die ist noch komplett da, dann hast du überall noch Oberschränke drin, was schön ist auch die Garderobe hier in so einem grauen Stil, großer Spiegel mit drin, aber am schönsten finde ich eigentlich so den Auftritt, den du hast auf dem Campingplatz. Wenn du hier das Hubdach hochfährst, das Aufstelldach, dass viele Leute neidisch gucken und sagen, naja, einen Wohnwagen mit Aufstelldach hätte ich auch gerne. Ja, ich habe die Thematik weg mit Bettumbau. Ich könnte die Sitzgruppe hier ja auch noch umbauen für 2 Personen zum Schlafen. Ich finde, das nervt. Also ich hatte auch einen Tabat, einen großen. Ich hatte einen, was hatte ich, einen Tabat, einen Puccini. Der war echt lang, der war 9 Meter irgendwas und hatte nur ein Bett hinten. Haben wir vorne das Bett immer umgebaut, du hattest immer Unordnung im Wohnwagen, weil du dauernd das Bett umbauen warst, du warst jeden Morgen, du konntest nicht frühstücken und hier kannst dich einfach hinsetzen, hast eine dedizierte Bank zum Frühstücken, dann jetzt kommt es besser, abends ziehst du einfach nur das Bett runter, mach mal bitte. Ja, so das mal sehen. Und dann kann der Stefan da oben drauf Platz nehmen oder seine Kinder. Du hast auch Kinder? Nee, noch nicht, nee. So, hier oben mach mal bitte hoch. Du hast einen Hund. Ja. nee, nicht hoch, sondern mal ganz kurz die Matratze anheben, dass wir mal gucken können, weil ich glaube, da ist ein Lattenrost drunter. Ja, ein großes Lattenrost drunter, ein Rausfallschutz ist mit drin für die Kinder. Ja. Dann eine Besonderheit beim SCA-Dach, du hast Licht mit drin, du hast Fenster. Richtig. Ja. Du kannst alles öffnen, das heißt also auch die Seitenfenster.
kann man öffnen. Dann ein ganz wichtiges Detail, was viele nicht wissen. Wenn man gerade hochmachst, dann zeige ich mal was, dass ich auch mal hier ein bisschen, ich weiß was. Ich hoffe, das Fahrzeug hat es. Ja, guck mal da ganz oben, siehst du das? Da ist ein Klettband. Die meisten wissen nicht, dass das gibt. Momentchen, du meinst jetzt hier an der Seite? Nein, ganz oben an der Stirnseite. Ganz oben ist ein Klettband. Das ist komplett von ganz links nach rechts. Genau. Ja. Und das ist die Entlüftung, wenn es regnet. Mhm. So, und das ist, die kannst du einfach runterziehen. Wenn du mal gerade die Leiter holst, ja. Wir zeigen das mal gerade, weil ganz viele, die ein SCA-Dach haben, die haben nämlich diese Leiter noch nie gesehen, beziehungsweise haben dort die Lüftungsöffnung noch nie gesehen. Das ist die Leiter, die kannst du einfach zusammenfalten. Die ist so klein und süß. So, und denn ich habe mit vielen Leuten gesprochen, denen ich das gezeigt habe am Ausstelldach, die gesagt haben, jetzt haben wir das Dach schon 2 Jahre und wir wussten nicht, wenn du mal gerade hochsteigst und jetzt mal oben an dem Klett ziehst. So, da kommt man auch nicht zufällig drauf. Und das ist der höchste Punkt. Wenn es regnet, machst du ja vorne zu und dann kann das Ganze entlüften. Mhm. Witzig, oder? Du bist gut informiert, Sven. Ich hab's entdeckt, als ich es zurückgegeben habe. Wirklich. Da habe ich gedacht, was ist das hier denn? Da habe ich gedacht, hätte ich das mal gewusst. Weil der Vorteil ist, dass dieser Teil nämlich unter dem Vorsprung steht und es kann nicht nass werden. So, ein bisschen klug geschissen. Aber so ist es halt mal. Ja, du bist in Saarbrücken. Mhm. Ihr macht die Marke Eribar schon wirklich ewig, oder? Ja, das sind mittlerweile sind da schon 45 Jahre. Gab es da Stress, wenn du irgendwie, ich sag mal, jetzt einen Garantieantrag stellst, Ersatzteile? Nee, Eribar, also alles, was im Hymer-Konzern ist, ist bestens organisiert. Das ist eine ganz tolle Firma. So, wenn ich den jetzt kaufe bei dir, ist mobile.de, lässt es ja zu. Jemand sieht jetzt den Wagen und sagt, okay, ich mag den Stefan Buhr, ich mag die Firma Wohnwagen Vogt hier in Saarbrücken. Ich komme jetzt mal vorbei, komme aber aus Hamburg. Da gibt es vielleicht auch einen Eribar-Händler. Wie geht ihr da gegenseitig um mit der Garantie bei den Händlern? Ja, mittlerweile ist es heute ja gang und gäbe, denn die Verfügbarkeit entscheidet ja oft, wo man ein Fahrzeug kauft. Und als Vertragshändler macht man natürlich auch Garantiearbeiten für Kunden, die nicht bei einem gekauft haben. Das heißt, du kannst auch einen Antrag machen, dann bei Eribar kriegst du das auch bezahlt während der Garantie? Ja, natürlich, ja. Also wie beim ganz normalen Autohändler? Wie beim Autohändler ist das, ja. So, jetzt wäre der Preis natürlich noch im Weg, ja. Aber... Das Bett hast du auch schon gezeigt, dass es hier nee, zeig mal. So ein Keil drin ist noch. Das ist eigentlich ein Einzelbett, ja. Das ich aber genauso als großes Bett nutzen kann. Und jetzt ist das Ganze hier so, dass ich dann trotzdem an die Schränke komme, wenn ich das Einzelbett nutze, ohne dass ich mit den Knien drauf muss. Ich mache dir mal Platz. Hast du die Möglichkeit, die hochzuklappen, ja, eigentlich die Betten? Sag mal. Ist sowieso sehr interessant, wenn du dir die Bettkonstruktion anschaust. So ein stabiles Bett siehst du kaum. Das ist richtig. Kein. Das ist kein Holz, sondern das ist ein Metallrahmen. Das ist echt was Massives. Du kannst beide hochklappen. Ja. Weil das heißt, du könntest hier Falträder auch drunter legen, E-Bikes, ja, die drauf sind. Wir können auch eine zweite Serviceklappe einbauen, wenn das jemand möchte. Wenn du von beiden Seiten drankommen willst, geht natürlich auch. Das Holz hier ist schon sehr massiv. Also was ich teilweise gesehen habe, auch bei anderen Herstellern, also wo du teilweise schon nach einem Jahr Dauerbenutzung dann das Ganze reparieren musst, notdürftig nicht mehr weißt, wo die Schrauben reindrehen sollst, weil das Holz so dünn ist. Das hier ist so richtig... Ja, von den Sprungfedern bis über den Metallrahmen. Ordentlich, oder? Mhm. Schöne Details. Ich kann dir auch noch die Heizung noch zeigen, wenn du möchtest. Ja, sei so lieb. Hier auch eine Besonderheit. Hier ist eine Kombiheizung eingebaut, wie man die kennt im Wohnmobil. Genau, vom Bett aus kann ich dann hier eben auch die Temperatur einstellen. Manchmal ist ja auch das Bedienfeld vorne über der Tür. Und wenn ich jetzt kein Einet habe, über das Handy das Ganze steuere, und dann müsste ich aufstehen und von vorne die Temperatur regeln, wenn es mir nachts zu warm ist. So, Bettlänge ist auch, ich denke, um die 1,90 Meter. Was haben wir hier? Ich lege mich mal hin mit meinem 1,85 Meter. Geht. Ja, also das dürften mehr. 2 Meter sogar sein. Ne? 2 Meter Bettlänge. Toll finde ich hier die Erweiterung, dass du hier das bauen kannst, weil ich falle immer mit meinen Füßen irgendwie dann doch in dieses Loch rein. Also es gibt ja kleinere Menschen, die haben kein Problem damit, aber dass du das hier einlegen kannst. Und das ist dabei, oder wie? Das ist eine Option. Das ist eine kleine Zubehöroption, die aber eigentlich jeder mitbestellt.
Hier könntest du ja sogar, wenn du ein bisschen quer schläfst, wirklich einen 2,10 Meter Menschen unterbringen in einem kleinen Wohnwagen. Stefan, wir haben noch viel zu drehen. Wir drehen heute übrigens am 29. Juni 2022, mitten in der Saison. Eribar, weil viele Leute gesagt haben, zeig doch mal bitte Wohnwagen, haben wir gesagt, kein Problem, machen wir mal. Weil Wohnmobile sind eine Sache, aber Wohnwagen nach wie vor im Trend. Ihr habt viele Wohnwagen, ne? Ja, der Firmenname ist nach wie vor Wohnwagen Vogt vom Ursprung und der Anteil von Wohnwagen ist bei uns immer noch sehr hoch. Umsatzmäßig ist das aber gefallen, muss man sagen, weil du machst natürlich mit dem Wohnmobil viel mehr Umsatz. Natürlich. Ist so, ihr seid im vierstelligen Bereich insgesamt an Fahrzeugen im Jahr? Ja, so gerade an die Grenze, mal vierstellig, mal dreistellig. Also um die 1000 Fahrzeuge, genau, die ihr macht im Jahr. Ja. Ja, es gibt eine große Veränderung in Kürze. Ihr werdet umziehen auf ein Riesengelände. Das Ganze wird voraussichtlich nächstes Jahr stattfinden. Ja. Ihr platzt hier aus allen Nähten. Ich zeig mal gerade hier, wenn du hier aus dem Fenster guckst, das ist ja jetzt nur ein Bereich. Ihr habt das Haus nebenan schon gekauft, habt das bezogen. Da ist jetzt auch Wohnwagen Vogt drin, aber irgendwann war hier mal Ende, oder? Ja, das sind wir eigentlich schon seit 2 Jahren am Kapazitätsende. Nun müssen wir reagieren und haben eine spannende Zeit vor uns. Mit der Baubranche ist das ja auch nicht so einfach momentan mit dem Bauen. Du bist dran, also voraussichtlich 2023 richtig, wird da was genau tun. Was ist hinten eigentlich in dem Gebäude? In dem Gebäude, das ist jetzt momentan eine gemischte Halle. Da stehen viele Doppelachser drin, die da oben ja, sicher stehen. Aber was ist das da hinten, das graue Modell? Was das ist ganz was Besonderes, der nennt sich Fantia. Das kennt wahrscheinlich niemand. Sieht aus wie ein Airstream, ist gebaut wie ein Airstream, ist reine Handarbeit. Aus Belgien kommt das Produkt. Zeigen, oder? Ich kann dir den mal zeigen. Der ist jetzt ein Büromobil, aber den kann man als Wohnwagen selber noch umbauen. Ja, da steht er, der Eribar Feeling. Und das Ganze, wenn Sie ihn haben möchten, jetzt zum Preis von 31.430 Euro. Wenn ich noch einen gebrauchten Wohnwagen oder ein Wohnmobil habe, da, ich sag mal, hast du großes Interesse, den Zahler zu nehmen? Ja, gerne. Wir suchen immer gebrauchte Fahrzeuge. Und natürlich, ob das ein 20 Jahre alter Wohnwagen ist, wir haben ja auch viele Kunden, die tauschen ein Wohnmobil gegen einen Wohnwagen ein, das machen wir alles gerne. Eribar, Feeling 442 bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken, direkt vor der Haustür. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.